So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect 2. Ja, hier sind wir wieder. Okidoki, wir haben jetzt hier mit dem Hausmeister und Schiffskoch gesprochen schon hier. Ja, nochmal hier so ein bisschen die Küche angucken hier. Okay, hier sind die Mülltonnen. Oh, gut. Da, dann gucken wir mal in Mirandas Zimmerchen. Oder Büro. So, servus. Aha, da kann man sich hinsetzen, gucken, rausgucken. Wir fliegen gerade hier rum, so wie es ausschaut. Ja, Miranda, ich guck mir mal so ein bisschen dein Büro hier an. Hier hinten hat sie auch ihr Bett und sowas hier. Was ist denn das hier? Sieht komisch aus, also das ist kein Aussichtsfenster. Hm, wer weiß. Da kann man noch rausgucken. Oder ist es vielleicht hier... Soll es die Dusche da hinten sein oder so, aber das sieht nicht so aus. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich kenne mich da ja nicht so aus. So, servus. Commander, was kann ich für Sie tun? Können wir reden? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Ich will mehr über Sie wissen. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Mhm. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Aha. Sie sind eingebildet. Ja, vielleicht. Sie sind modifiziert. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Okay, Sie sind also perfekt. Klingt, als hätte man Sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen... Fähigkeiten. Ja, das will ich jetzt nicht sagen. Sie sind eingebildet. Ja, auf Wiedersehen. Aber wir fragen gleich weiter. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. Ja. Gut. Hallo? Ah, okay. Commander, was kann ich für Sie tun? Untersuchen. Status der Normandy. Gibt es etwas, das ich über die Normandy noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Aha, okay. Was machen Sie hier? Was genau sind Ihre Pflichten, mal abgesehen davon, mich im Auge zu behalten? Ich bin eine Agentin des Unbekannten. Sie sind ein wichtiger Aktivposten. Ich soll dafür sorgen, dass Sie Erfolg haben. Abgesehen davon schicke ich dem Unbekannten regelmäßig Berichte über unseren aktuellen Status. Ja, die Berichte würde ich aber gerne auch haben. Da möchte ich immer eine Kopie davon haben, ne? Immer. So, jetzt möchte ich nochmal hier was gucken, weil da gab es auch Untersuchen. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Ah, okay. Hey, was soll denn das hier? Vorher noch will sie uns alles beantworten, jetzt nicht mehr. Naja, gut. Dann auf Wiedersehen. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Mit dir rede ich nochmal, ja. Ich muss ja mal drücken, die geht dann automatisch auf. Gut. Ich will da durch die Tür, ne? Sind das ja für Mülleimer hier? Keine Ahnung. So, da haben wir... Hyperschlafkammern oder so ähnlich. Aber man kann nichts angucken davon. Gut. Die Hauptbatterie. Hauptgefechtsstand. Nur ein Gunnery Officer hat Zugang zur Gefechtszentrale. Und der Commander des Schiffes nicht? Tschüss. Okay, dann bleibt uns das ja noch hier verwehrt. So wie einige Bereiche auch. Was will man denn da machen? Dann gehen wir mal hier ins medizinische Labor. Das ist aber nicht verwehrt, oder? Ja. Eddie? Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Die Krankenstation. Ausgestattet für kurzfristige Notfallversorgung. Bei schweren Verwundungen müssen Patienten zu einer voll ausgestatteten medizinischen Einrichtung gebracht werden. Tja, das ist ja mal mager hier dann.
Hab gedacht, hey, wir haben das Beste hier, was es gibt hier. Ah, da ist so eine Tastatur aufgepoppt. So, Dr. Chakwas, wie die auch hier. Also Servus hat alle Leute hier rekreviert, wo vorher unter uns gedient haben. Commander Shepard, ich habe die Normen, die mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Schön, Sie zu sehen, aber warum sind Sie hier? Ich bin schockiert. Sie dienen jetzt auf einem Cerberus-Schiff? Hat mich selbst überrascht. Dennoch bin ich hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Okay, und dann stelle ich mal die Frage, die ich allen stelle. Brauchen Sie was? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandie. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Da könnte ich vielleicht was tun, wenn ich mal Landgang mache. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Ach, nee, was, das geht so nebenher. Das ist kein Problem, keine Umstände. Ich habe doch schon eine Einkaufsliste für andere, also von daher. Von der Technik bis über Gemüse bis zum Alkohol mache ich alles. So, warum haben Sie die Allianz verlassen? Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Aha, also Sie mögen lieber fliegen, ne? Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Okay. Du brauchst also so ein bisschen die Bewegung. Gut. Tja, Überlebenschancen, oder? Beitritt zu Cerberus. Ja, wie kam es denn dazu, zu dem Beitritt? Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Okay, also Sie arbeitet für mich. Das ist auch ganz okay. Aber wir arbeiten nicht für Cerberus, das sage ich. Ich meine, so jetzt hier mal inoffiziell für den Zweck, aber ja, wir werden es versuchen, so schnell wie möglich von Cerberus wegzukommen, wenn es geht. Weil irgendwie so wirklich überzeugt von denen bin ich nicht. Manche reden es zwar schön, aber überlegen Chancen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandie gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Shang-Chi, das war doch noch... Ich meine, das wäre doch noch vor Shepard gewesen, also vor seiner Geburt oder so. Dann wärt ihr schon älter wie er, oder? Höchstens als Kind, aber na, ich kann es nicht genau sagen. Da müsste man nochmal die Zahlen angucken, aber ja. Also dann mal ciao, ne? Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Ja, Frau Doktor. Brandy finden. Kommt auch auf unsere Liste hier. Ja, wir haben schon eine gute To-Do-Liste. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Ich will da rein. Ich will dir mal gegen den Kasten treten. Dann halt nicht. So, jetzt sind wir auch fertig. Immer verwehren die mir den Zugang und ich bin hier der Chef. Also, so ein toller Chef hier. Hey, auf! So, dann wieder aufs Kommandodeck. Also, wie gesagt, also KIZ, das hört sich sowas von eklig an hier. Bei mir heißt es CIC. Das hört sich viel besser an. So. Galaxiekarte. Es geht los, Leute.
Okay, da sehen wir schon was. Was ist hier 40%? Fatal, Massenportal, Treibstoffdepot, Omega, Archangel, rekrutieren Veteran, lalala. Bitte was? Absturz der Normandie-Kunden möchte ich eigentlich ganz gern. Wie funktioniert das jetzt hier? Ich weiß es schon gar nicht, aber wirklich, ist es schon so lang her. Ach so, ich muss... Ah! Ja gut, da fliegen wir aus dem System raus, oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, warte mal, wir gucken mal. Wir haben zu wenig Treibstoff, um das System mit unseren normalen Triebwerken zu verlassen. Ah, okay, danke. Das heißt, wir müssen erstmal auftanken. Treibstoff kaufen, Sonden kaufen. Ach ja. Wie viel kostet denn das? Ich lass mal voll tanken. Okay. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel da abgezogen worden ist. Und Sonden können wir doch auch noch ein paar kaufen. Die kosten nicht viel. 100 pro 5 Stück. Dann haben wir auch voll. So, können wir jetzt vielleicht... Absturzstelle der Normandie erkunden. Das Armada-System. Ja, dann auf. Ach so, ja, da muss ich auch klicken. Das geht nicht mehr automatisch. Das ist ein bisschen umständlich. System anfliegen. Ja, man verbraucht hier wirklich Sprit. Das ist ja fast wie... Wie kann man das mit Dings vergleichen? Mit Urquan Masters. So, dann gehen wir mal hier hin. Wir erkunden mal die Planeten unerforscht. Umlaufbahn anfliegen. Das finde ich genial. So, Codex. Da kann man wieder lesen. Das darf mal wieder der Herr Bordcomputer machen. So, ich schalte ihn mal ein. An Ea ist ein typischer Ammoniak-Methan-Gas-Eisgigant. Spuren von Chlor in der Atmosphäre geben ihnen eine deutliche Grünfärbung. Scans haben ergeben, dass in den äquatorialen Wolkenbändern in großer Zahl hohle antriebslose Objekte mit den Ausmaßen 3,14 auf 12,56 auf 28,26 Meter kreisen. Diese Objekte scheinen Segel oder Flügel zu haben und werden von Wind getragen. Sie sind so weit unten, als dass man sie untersuchen könnte, aber xenoarchäologische Kreise sind sich eigentlich einig, dass es sich um Särge einer alten Zivilisation handelt und die ihre Toten in dem Gasgiganten zuletzt in Ruhe gebettet hat. Entfernung zur Sonne 15,3 astronomische Einheiten, umlaufbar 60 Erdjahre. Radius 23.120 Kilometer, Tageslänge 17,4 Erdstunden. So, sehr vielen Dank hier. Scanner starten. Aha, ja, das ist das, wo wir hier scannen müssen. Scannen mit Rechtsklick. Aha, ja, da kriegt man so eine Wellenform und dann sehen wir, was hier ist. Also hier gibt es anscheinend Platin viel. Und dann muss ich dann eine Sonde starten. Ah ja, ja, das ist... Mittel. Komm, wir machen mal eine Sonde hier. Unterwegs. Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Okay, danke für die Aufklärung. Starte Sonde. So, Platin. Jetzt ist es natürlich auch runtergefallen hier. So, man kann hier nicht hinter dran gucken. Man muss hier... Niedrig. So, man muss hier halt immer gucken, wo man das höchstmöglichste des Minerals findet. Palladium, also Sonde da gestartet. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Aha. Gut, also wir brauchen es für Upgrades. Haben wir noch mal irgendwas? Hm, ja,
da so. Na komm, egal. Da ist nämlich von allen drei was gewesen. Ach doch, ja, man kann doch drehen. Da ist auch noch was. Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Aha. Pam. Sonde gestartet. Pam. Sonde unterwegs. Ja, es ist ein bisschen blöd hier. Und ich könnte das auch so machen, dass ich das dann offscreen mache, ein bisschen hier so Ressourcen suchen. Sonde gestartet. Ich, überlasse ich euch, was ihr dazu sagt. Hui. Hui. Sonde unterwegs. So, okay. Scannergebnisse niedrig heißt jetzt da. Da ist doch noch mal was. Sonde gestartet. Ich hau jetzt einfach bei jedem Ausschlag noch mal ein bisschen was drauf. Ich weiß nicht, ob er das auch komplett leer kriegen kann, die ganze Sache. Sonde unterwegs. So, Element Zero haben wir noch nichts gefunden hier. Das schlägt es auch nochmal aus. Da haben wir doch schon eine Sonde. Sonde unterwegs. Ja, da tue ich ganze, meine ganzen Sonden verschwenden, sozusagen. Oh. Ah. Sonde haben wir gestartet. Was. Bonk. Also gut, nur diese Spitzen, die lohnen sich eigentlich. Jetzt haben wir die Hälfte der Sonden gleich weg. Sonde da vielleicht nochmal. Da kann man auch nochmal. Ha! Abgebaut. Ja, es geht also doch. Jetzt hat man ja eigentlich nichts mehr Gescheites hier. Also da lohnt es sich nicht mehr, ja. So, dann machen wir Escape. Gehen raus. Nicht ganz aus der Karte raus, bitte. Hier auf den Haken. So, das war dann das. Dann ist hier Eichlera. Absturzstelle, dann haben wir die erkunden. So, ich fliege mal hier noch zum inneren Planeten hier. Umlaufbahn anfliegen. So, wo sind wir denn da? Ein Ghana. Ist ja lustig. Na, da darf der Bordcomputer wieder ran. Ein Ghana ist eine heiße, schöne und tödliche Welt, übersät mit den Trümmern der Raumschiffe von ungefähr 127.000 Jahren. Liefern sich zwei organische Spezies eine Reihe von Schlachten um den Planeten, die Toihan und die Inusanon. Es gibt zwar keine Berichte über den Konflikt, aber die meisten Historiker sind sich einig, dass beide Spezies ein Ghana kolonisieren und nicht mit anderen teilen wollten. Beide Seiten verloren den Krieg im ein Ghana und seinen Mond Baraya. Hunderte von Schiffen, viele davon wurden ins irgendwann durch die Gravitation des Planeten angezogen. Die Masseeffektkerne der Schiffe zerbrachen und große Mengen aufbereitetes Element Zero ergoss sich über die weiten Teile der Landschaft. Dadurch wurde die Natur vergiftet und es starben massenweise Spezies aus. Die meisten der verbliebenen Tiere entwickelten daraufhin biotische Kräfte. Das Ökosystem von Ein Ghana ist deshalb sehr stark und aggressiv, was eine Kolonisierung unvertretbar gefährlich machen würde. Entfernung zur Sonne 5,3 astronomische Einheiten. Umlaufzeit
12,2 Erdradius, 5733 Kilometer, Tagesdauer 20,8 Erdstunden, atmosphärischer Druck 0,84 Erdatmosphäre, Oberflächentemperatur 36 Grad Celsius, Oberflächengravitation 0,86 G. So, sehr schön, dann Scanner starten wieder mal. Scanner, Ergebnisse gut. Dann gucken wir doch mal, wenn hier Element Zero vorhanden wäre, dann müssten ja hier irgendwelche Spikes sein. Pam! Starte Sonde. Ja, da haben wir wieder was bekommen. Ah, da gibt es Element Zero. Schlägt sie mich aus. Sonde gestartet. Ja, ich sag gar nichts dazu, zu Element Zero hier. Und Sonde der Spike gestartet. Geht auch noch. Pam. Sonde unterwegs. Bei Forschungsprojekten wird Element Zero für Upgrades von Bioverstärkern und Universalwerkzeugen benötigt. Gruppenmitglieder mit biotischen und Tech-Kräften werden dadurch erheblich effektiver. So, das in dem Scanner. Ja, das finde ich auch irgendwie schon genial, aber es tut Starte halt sehr Sonde. 10 Spielflüsse machen hier. Ja, man kann halt das, wenn man was upgraden ist, da muss man halt suchen gehen, ne? Das ist halt der Nachteil. Und warum soll man dann nicht gleich suchen gehen? Starte hier? Sonde. Nur, dass man halt auch Sonden braucht, das finde ich auch wieder ein bisschen blöd. Dass man da einfach mal Unbegrenzte hätten oder so. Ah, das können wir Starte auch noch rechts Sonde. Verdienen. So, mal schauen, wann das umschlägt auf nicht gut mehr. Da haben wir mehrere Spikes. Sonde Nehmen wir mal unterwegs. Den. Da war ein bisschen Element Zero dabei. Da noch einen besseren Punkt. Ja, da sind unterwegs. Drei Artikel auf einmal. Aha. Da wieder mal ein bisschen Element Zero hier. Sonde gestartet. Ich meine, wir haben ja schon gute Stadtkapital. Aber ich weiß halt nicht, wie teuer die Upgrades wirklich sind. Sonde gestartet. Oh. Jetzt haben wir noch zwei Sonden gleich. Sonde so, unterwegs. Eine noch. Ja, und immer noch gut. Und da gibt es ja noch jede Menge zu holen. Starte Sonde. Ja, da. Da müssen wir nochmal zurückkommen. So, jetzt haben wir nämlich erstmal Mittel hier. Ja, schaut. Ja. Hier ist kein Treibstoffdepot. Leider müssen wir hier jetzt abbrechen. Ich schreibe mir die Namen, glaube mal, auf von den Systemen. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Lass mal da mal den Zettel hier abreißen. So. Ein Ghana. Im Armada-System. Da sich da genau weiß. So. Ach, Mensch, das ist immer ein bisschen umständlich hier. Öffnen, danke. Ich muss ja hier mal hier hingehen. So, dann Alschera, dann gucken wir mal dahin. Irgendwann kommen wir ja nochmal hin. Anomalie geortet. Was? Das lese ich mal selber. Die Kruste von Alschera besteht aus Kohlenstoff und Wassereis. Trotz der niedrigen Dichte ermöglicht ihre enorme Größe eine dichtere Atmosphäre aus Methan und Ammoniak. Hätte Alschera bei der Entstehung des Armada-Systems ein wenig mehr Masse bekommen, so glauben Wissenschaftler, hätten sie den Kern eines zweiten Gasgigantensystems gebildet.
Alchera hat 3 Monde. Uluru, Vantina und Baime. Entfernung zur Sonne 9,5 astronomische Einheiten. Umlaufzeit 29,4 Erdjahre, Radius 9229 Kilometer. Tagesdauer 59,2 Erdstunden, ganz schön lange Tage. Atmosphärischer Druck 0,83 Erdatmosphären. Das ist immer so ein bisschen komisch hier, weil das hier so weg ist hier. Oberflächentemperatur minus 22 Grad Celsius. Oberflächengravitation 0,85 G. Ja, es ist sehr kalt hier. Blech, das ist mir zu kalt. Naja, Scanner starten. Da müssen wir jetzt nach der Anomalie scannen, soviel ich weiß. Anomalie geortet. Ja, da gibt's. Oh Mensch, da gibt's auch schöne Sachen hier. So. Okay. Ich glaube, da ist. Ja, da wäre die Anomalie. Aber da brauche ich auch. Mist. Ja, da brauche ich auch Sonden. Okay, Leute. Dann hat es keinen Zopf hier. Ich habe eine Anomalie geortet. Ja, ja, aber ich habe keine Sonden mehr. Das ist mein Problem. Gut, dann sollten wir halt nochmal Sonden kaufen gehen. Was? Ach, das ist noch ein unerforschtes Planet, le? Und das noch einer. Oh. So, dahin will ich. So, wir waren da irgendwo hier, ne? Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ja, und was passiert, wenn ich liegen bleibe? Dann habe ich ein Problem wahrscheinlich, ne? So, dann fliege ich nochmal zum Treibstoffdepot. So, und jetzt möchte ich mal wissen, was kostet denn das? Kann man nicht genau sagen, wie viel 100 kosten hier. So, Sonden. Was soll's? Wir haben so immer gespart mit den Credits hier. So, jetzt fliege ich weiter wieder. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen jetzt aufwendiger hier. Das hat man ja damals nicht mit Treibstoff und so weiter. So. Gut, jetzt würde ich trotzdem sagen, Alchera wird jetzt erstmal erkundet, die Anomalie. Anomalie geortet. Scannung gestartet. So, da haben wir es doch. Unterwegs. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Scans bestehen jetzt, fragt der SSV Normandy auf der Planetenoberfläche. Keine Anzeichen von Leben oder synthetischer Aktivität entdeckt. Stabile Landezone an der Absturzstelle geortet. Dann würde ich sagen, wir landen mal. Biotische Barrieren sind durch Schnellfeuerwaffen und biotisch angreifbar. Warp ist besonders effektiv. Das sieht immer so komisch aus, wenn das Schiff da fliegt wie so eine Katze, ja. So, Normandy. Ja. Ja, die hat es ziemlich zerrissen, ey. Abstürzstelle erkunden, finden Sie einen geeigneten Platz für das Normandy-Denkmal. Okay, ja gut, da wird uns gleich über die Waffe gezogen hier. So, welche Waffe ist das? Ach, das ist diesmal die andere, die kleine. Ich glaube, das ist die schwerere Pistole, oder? Kann das sein? So, jetzt muss ich nochmal, ich weiß nicht mehr genau, hier konnte man glaube ich solche Q-Tags finden oder sowas. Dienstmarke sammeln, genau. Erfahrung erhalten. Grenado Caroline. Ja, rest in peace. Jetzt wollen wir mal gucken.
wo hier noch mehr solche Dinger aufblinken. Ah, da hinten blinkt. Kann man hier rennen? Ne, ich renne ja schon. Okay. Was ist jetzt? Ah. Kriegt mir immer so Flashbacks hier noch. Da erinnert sich jemand an was. So, wer ist das? Dienstmarke Pakti Abhishek. So, hüpfen können wir ja nicht, ne? Wir kommen hier nicht hoch. Blöd. Jetzt müssen wir wieder hier außen rumlatschen. Das ist doch sowas von gemein. Ha, da funkelt es noch viel mehr. So, Dienstmarke. Draven Rosamund. Ja, auch du in Frieden. Ja gut, das Denkmal will ich jetzt eigentlich noch nicht hier platzieren. Dienstmarke, wo? 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 Ja, da leuchtet es auf, aber ich sehe es noch nicht. Ah, hier. So. Draven Talita. Aha. Ja, das die Brücke sozusagen hier. Naja, das Cockpit sieht ja noch einigermaßen manierlich aus. So arg ausgebrannt ist das Schiff nicht her. Also hier können wir das Denkmal platzieren, das tun wir uns mal merken. Dann würde ich sagen, wir gehen aber trotzdem weiter, weil ich weiß nicht, ob hier denn die Mission zu Ende ist, wenn ich das platziere. Wen haben wir hier gefunden? Raman Mandira. Ja, auch du ruh in Frieden. Raffiniertes Element Zero. Hier in der Kiste. Aha, zerbrechliche Kiste oder was? Ja. Shepard, mach einfach die Kiste kaputt. Dienstmarke sammeln. Tax Carlton. Ja, auch du ruh in Frieden. Da war schon die nächste. So, also runter springen können wir. So, 150 Element Zero. Ja, das ist sehr wertvoll. Deswegen kommt da nicht viel raus. Da haben wir dann eine Dienstmarke. Wer ist das? Bakari Jamin. Okay. Auch du in Frieden. Da hinten ist auch nochmal eine Kiste. Hä? Hier kann ich auch ein Denkmal platzieren. Ich kann nur nicht 20 Denkmale platzieren. Ach so, ja, ich kann mir die Stelle raussuchen dann. Also einmal da vorne, einmal da. Da ist noch eine Dienstmarke. Das war was? Ach, das war die Kartografie. Interessant. So, sammeln. Da kann ich auch das Denkmal platzieren. Wer ist das? Case Addison. So, was haben wir? Datenpad lesen. Eintrag 1. Nicht wiederherstellbare Daten. Irgendwas geschmurgelt hier. Daten wiederhergestellt. Mit dem Commander darüber gesprochen, ich beschädige diese ganzen verdammten Aliens an Bord des modernsten Schiffes der Allianz. Ich traue ihnen einfach nicht. Nicht herstellbar. Dann dieser verdammte Asari, eine Quarianerin, wovon sie hätte Shepard das hier alles. Ein Zoo. Wer hat es wohl geschrieben? Das wissen wir leider nicht. Eintrag 2. Mit Aquarianer, sie scheint eine Art Pilgerreise zu sein und versucht das Schicksal des Heimatschiffes zu verbessern. Das kann ich nicht verstehen. Ich würde meine Kinder beaufsichtigen oder so haben, wenn sie. Das ist alles verstümmelt hier. Was haben wir hier? Eine Weile lang und ich lese mir alte Tagebucheinträge noch einmal durch. Lalala, ich, wie blind ich damals war.
Ich kam in der festen Überzeugung, an Bord dieses Schiffes ist die Menschheit für allein in der Galaxie La beschädigt. Shepard hat all diese Aliens an Bord gebracht und ohne sie wäre alles, was wir erreicht haben, niemals möglich gewesen. Ah ja, ich bin stolz darauf, sagen zu können, Leben für jedes Mitglied dieser Crew geben würde. Okay. Egal, auf welcher Welt es geboren wurde. Ja, sehr verstümmelt. Ach, das war vom Navigator Presley. Ja, doch, jetzt erinnere ich mich. Der war da immer so ein bisschen reserviert gegenüber die Aliens. Ja, auch du. Ruhe in Frieden, mein lieber Navigator. Ich habe ihn eigentlich nie so wirklich leiden können. Ich weiß nicht. So. Da haben wir dann eine Dienstmarke. Wer haben wir da gefunden? Cladston HVJ. HVJ. Da ist noch eine. Wer ist das? Crosby Silas. Tja, auch ihr zwei Ruhe den Frieden. Da wäre noch eine Kiste. Ich möchte heute hier runterspringen, sonst komme ich da nachher nicht mehr hoch oder so. Das ist auch noch eine Kiste. Ach, wir können noch schießen, aber ich mache hier Pam. So. Dienstmarke Reverie Amina. Element Zero. So, da ist eine Kiste. Jetzt würde ich gerne noch schneller rennen können. Ja, die Runde wird jetzt hier ein bisschen länger hier. Einfach mal so, weil jetzt hier, jetzt haben wir so viel auf dem Schiff gemacht. Wen haben wir da? Krizo Matthäuser oder so war das. Ich habe es nicht mal so schnell lesen können. Tja. Auch auf jeden Fall ruhet ihr in Frieden. So, hier nochmal Element Zero. Da ist noch eine Marke verstreut. Wer haben wir da? Dienstmarke Barrett Garmin. Ja gut, ich weiß nicht. Den habe ich nicht kennengelernt. Ich kenne die alle nicht, aber trotzdem auch ihr alle ruhet friedlich. So, da haben wir auch noch eine. Wer haben wir da? Emerson Hector. Gut, Hector. Dann mach's gut. Irgendwann sehen wir uns alle wieder. Oder so. Je nachdem, woran man halt glaubt. Ne? So, was ist das? Das dürfte das... das Deck unten sein. Das Ausrüstungsdeck. Da ist auch noch eine Marke. Wer ist da? Negulesco Monika. So. Ja, da bekommen wir auch ein Flashback. Das ist unten der Hangar, wo der Marco drin stand. Ja, da sind jetzt die Zellen hier, diese Kammern. La Flame Orden. Ja, da ist noch ein bisschen Energie vorhanden, oder wie? Da blinkt es noch ein bisschen. Ja, da können wir auch das Denkmal platzieren. Ah, da hinten ist es Marco. Ich hab's gesehen. Hat man, aber hier war noch eine Kiste. Da geht's auch nochmal lang. Ja, ich muss hier mal erst die Waffe ziehen, dann kann ich zuschlagen. Wen haben wir? Tanaka Raymond. Ja, auch du ruhe in Frieden. Element Zero. Was ist das hier? Ach, da kommen wir wieder hier zurück. Da hinten ist auch noch eine Marke. Über kreuz und quer hier. Wen haben wir? Fell Lava Robert. Ja. Wir denken an dich. So.
So, und dann gehen wir jetzt nochmal hier runter. Da waren wir drin. Jetzt gehen wir Richtung des Markus. So, da ist auch nochmal Element Zero. Hä? Ach, das haben wir, glaube ich, schon aufgenommen. Uns fehlt noch mindestens ein Tag, ne? Den will ich auch noch finden. Ich will alle finden. So, da ist es Marco. Tja, es hat es doch fast überstanden hier, den Aufschlag. Wie ist denn hier noch eine Marke? Ja, das Marco M35 war uns ein treuer Weggefährte auf dem Planeten. Denkt mal, könnten wir auch hier platzieren. Dennoch, warte mal, haben wir ja eine Karte? Ja gut, die bringt uns ja nichts. Ja, dann könnten wir eigentlich nur noch hier hin. Wenn wir hochkämen. Warte, Moment, ist das das Datenpad wieder? Ja, das ist wieder da hier. Das haben wir ja schon gesehen, das Datenpad. Ja, mir fehlen noch Leute hier. Ich möchte wirklich alle von der Crew haben. Mir irgendwas noch blinken? Was? N7-Helm sammeln? Huh? Shepards verlorener N7-Helm wurde sichergestellt. Ach, da ist er also hingekommen. So, und jetzt? Das ist halt blöd, dass man hier nicht alle Sachen lokalisieren kann irgendwie. Jetzt kann ich hier nämlich rumrennen und rumrennen und rumrennen und ja. Da ist wieder unser Schiff. Also ich würde hier das Denkmal platzieren. Also hier war ja nichts mehr weiters, ne, drin. Mal genau nachgucken. Nö. Tja. Aber ich habe die Vermutung, sobald ich das platziere, ist die Mission beendet. Oder muss ich da ans Schiff dann zurück? Das weiß ich nicht. Nee, da kann man nicht irgendwie... Ja, ich tue schwer das vermuten, wie gesagt. Wo sind noch Marken? Kann ich jetzt irgendwo sehen, wie viel ich noch brauche? Absturzstelle. Dann stellen sie alle Spuren. Na, vielleicht helfen die uns auch, wenn wir das Denkmal platziert haben. Das weiß ich gerade nicht so genau. Ah, da hinten habe ich noch was. Was haben wir denn hier? Da haben wir auch noch eine. Low Helen M. Ja, und dann noch die letzte. Ha, wir haben es auch so geschafft. Das ist welcher Raum? Ah, das war hier sie, die wir geopfert haben. Wer ist das? Dabianski Alexei. Okay, irgend so ein russischer Name. Ich hoffe, den habe ich einigermaßen richtig ausgesprochen. Nee, das Denkmal kommt... das kommt dahin, wo das Cockpit ist, würde ich sagen. Können wir hier nicht runter? Nein. Das ist zu hoch.
So, wo war jetzt nochmal das Cockpit? Oder zu Marco, da könnten wir es aufstellen. Nee. Ich möchte bitte das am Cockpit hinstellen. Hier. Genau. Ist eigentlich wurscht, wo man es hinstellt. Das können wir auch hier mitten auf dem Platz stellen. So, F. Aha. Hast du es in der Tasche gehabt, das Denkmal? Okay, also Normandy, du warst ein tolles Schiff. Dann sind wir doch jetzt fertig. Wie beende ich die Mission? Shuttle zurück zur Normandy, ah ja. So, wir starten wieder. So. Hui. Missionszusammenfassung. Ein Denkmal wird an der letzten Ruhestätte der SSV Normandy auf Al-Shera errichtet und die Familien aller vermissten Crewmitglieder wurden über deren gewaltiges Opfer informiert. Shepards verlorene N7-Helm wurde sichergestellt. Erfahrung erhalten. 240 ist nicht gerade viel, aber naja. Allianz-Finanzierung haben wir da ein bisschen was bekommen. Element Zero haben wir gefunden. 500. Bericht schließen. Beenden. So, mit H kann man die Waffen holstern. So, okay. Das dauert immer ein bisschen, bis das lädt, ja. Lalalala. Habe immer eine schöne, tolle Ladescreens hier. So, wir haben keine Gruppenpunkte. Tagebuch, das ist fertig hier, die Aufträge hier. Das hier ist beendet. Gut, Leute, dann würde ich sagen, es war jetzt eine lange Folge, aber ich wollte die jetzt einfach fertig haben. Dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Heute werde ich mal ausnahmsweise keine Codex-Einträge mehr am Ende abspielen lassen. Heute werde ich gleich Schluss machen. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Commander Legolas Shepard.